Feuerschutz für Nachbarn verfügbar. Heißt das, ich kann jetzt meine große Feuerwache bauen? Ich hoffe das jedenfalls. Gehen wir einfach mal gucken. Wechseln wir nochmal die Stadt. Wechseln wir nochmal die Stadt. Danke. Und gucken wir mal, ob es jetzt endlich angekommen ist oder ob wir noch weiter warten müssen. Ich denke, als erstes baue ich ein Krankenhaus oder eine Feuerwache oder ein Polizeirevier oder alles drei. Oder alles drei. Muss gucken. Einfach das, was am meisten gebraucht wird. Das, was am meisten bei mir gebraucht wird, ist Müll. Aber kann ich es jetzt bauen? Sauber. Können wir also. Das können wir auch. Und das können wir auch. Ja, wir brauchen. Ich würde sagen, wir brauchen eine Feuerwache. Eine große Feuerwache. Dafür wird die kleine hier planiert. Da wir hier oben noch eine haben. Jo. Ich würde sagen, wir planieren die. Und ballern da einfach eine große hin. Jo. Und nein, eine große bitte. Alter. Wenn man groß meint, dann baut man auch was Großes. Alter, ist die fett. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Soll ich dieses fette Gebäude abreißen? Soll ich? Ja, mache ich einfach mal. Dann können hier Leute wohnen. Wir müssen natürlich erstmal einen Park hier irgendwo hinsetzen, damit die auch glücklich sind. Park hier. Du bist unglücklich, also wirst jetzt abgerissen. Aber nee, ich glaube, den Platz, den brauche ich. So. Dann sollte der hier eigentlich glücklicher sein, aber naja. Bauen wir unsere Bude aus. Wir brauchen zum Glück keine Chemikalienschutzfahrzeuge, da wir keine Industrie mehr haben. Wir brauchen auf jeden Fall einen Feuer... den hier. Der ist so ähnlich wie die Glocke bei der Kleinen. Ein Schild, versteht sich. Und eine Flagge. Ein Auto wäre vielleicht nicht schlecht. Und noch eins. So. Was hier los? Ja. Okay. Also dieses Büro des Brandschutzbeauftragten sollten wir vielleicht auch noch errichten. Wie wir gerade gelesen haben. Ach, kein Geld mehr. Das verhindert also, dass Brände überhaupt entstehen. Dieses Büro des Brandschutzbeauftragten. Langsame Feuerwehr, ja. Ist okay, ich habe gerade was Neues gebaut. Aber die muss ja erst Leute einstellen. Das dauert wie gewohnt 2 Ingame-Stunden. Gucken wir noch nach dem Strom. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Das ist nicht okay. Das kann ich schon sagen, bevor ich überhaupt da drauf klicke. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann sind in meiner Stadt Zombies. Und da habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Weil Zombies einen Großteil der Bevölkerung einfach so umbringen. Ja, das ist ein großes Problem. Was hat ihr für eine Bude? Den Siesta-Turm, alles klar. Ne, Siesta. Siesta oder Siesta, keine Ahnung. Wir stellen ein, okay.
Mitarbeiter. Ich habe keinen Platz mehr. Liebe EA, liebes EA-Team, macht bitte diese Grenzen weg. Habe ich hier überall auch öffentliche Verkehrsscheiße abgedeckt. Hier nicht. Aber sonst eigentlich überall. Da auch. 128 Minuten jetzt. Alter, wieso sind wir jetzt 3000 im Minus? Das schwankt so. Das ist voll komisch. Ja, die Steuern, die können ruhig auf 11% stehen. Im echten Leben bezahlt man ja 17% oder 19% Mehrwertsteuer. Keine Ahnung, wie viel. Aber wir brauchen eine Messehalle. Eine Veranstaltung. Diese hier. Und da sind wir wieder im Plus. 1000 wieder. Auf Löscheinsatz. Alter, 3000 die Stunde. Ist das teuer. Können wir schon noch irgendwie anders Gewinn machen? Nee, Kredite haben wir nicht mehr. Legierungen verkaufen wir noch schön. Plastik, wo sind meine Ah, hier. Wir sollten vielleicht mal unsere Bude ausbauen, sodass wir noch mehr Prozessoren herstellen können. Wie viel kostet das uns im Unterhalt? 350, das kann ich stemmen. Bauen wir also weitere Prozessoren, machen wir also weiter Geld. Ich mach das hier nochmal aus. Ich habe im Moment keine Lust auf ein Profi-Stadion. Jetzt sollten wir keine Probleme mehr hiermit haben. Feuer in der Stadt. Zum Abreißen haben wir 3 Gebäude, die sind bestimmt alle wegen einem Brand. Hier, ne, die haben keine Kunden. Ja, okay. Nicht genug Mitarbeiter. Irgend so was halt. Das hier. Nee. Sollte schon da dran kommen. Brand, habe ich mir doch gedacht. Und du hier bist auch ein Brand. Nee, Geldnot. Geldnot, Brand und Mitarbeiter. Ich bin jetzt nur von einem Brand ausgegangen, aber okay. Ist okay. Jedenfalls haben wir keine Trümmer in der Stadt. Müll. Lager voll. Ja. Plastik, aber ich bin ja schon am Exportieren. Ich bin ja schon am Exportieren. Können wir Plastik nicht irgendwie noch weiter verwerten? Hier sind jetzt schon 50.000 Wertstoffbehälter. Alter, das wächst so und ich komme nicht hinterher. Das passt mir nicht. Das passt mir ganz und gar nicht. Wir sind bei 80% wieder. Wir haben eine Sympathie von 80%. Das freut mich. Wir brauchen Geld, es sterben einfach mehr, ja. Dafür werden wir jetzt ein Krankenhaus irgendwann errichten. Zu viel Müll, ja, ich weiß es, Leute, ich weiß es. Das schoss so in die Höhe, als wir das Recyclingzentrum gebaut haben. Da wurde das so derbst viel. Und ich entschuldige mich ein weiteres Mal für meine Frames. Die liegen im Durchschnitt bei 15. Das menschliche Auge braucht 30, um es als flüssig zu entziffern, ja. Also im Prinzip bringt es gar nicht, wenn man 80 oder 70 Frames hat. Das menschliche Auge erkennt nur 30. Eine kleine Medizinstunde von Connor hier auf Rock zur Kobis. Ich glaube, ich werde mal Medizin studieren. Genau, ich und Medizin, ja. Ich fange schon an zu kotzen, wenn ich irgendwie eine Operation sehe und dann den Menschen aufschlitzen und dann fange ich fast an zu kotzen. Also Medizin werde ich garantiert niemals studieren.
Legierungen sollten wir jetzt erstmal aufhören zu exportieren. Oder schon jedenfalls nicht mehr so viel. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Hier. Sodass die Legierungen hierfür verwendet werden. Weil, wie wir wissen, die guten Prozessoren bringen derbst viel Geld. Derbst viel Geld. Derbst. Derbst viel Geld. Uns geht es hervorragend. Oh je, eine Verletzung. Das dauert so ewig, ehe die mal weiter aufsteigen, ne? Guckt euch es an. Ehe die mal hier am Ende sind, das dauert so ewig. Was ist da los? Ihr geht Keime. Dafür brauchen wir, wie gesagt, ein Krankenhaus. Anstelle dieser Klinik, die ich hier irgendwo unten hingesetzt habe. Ja, hier. Obwohl, die können wir auch noch stehen lassen. Ist mein eigentlich Wayne. Oh nein, wir sind alle krank. Ich würde mal gern sehen oder gerne wissen, wie die Gebäude aussehen, wenn sie dann diese Stufe hier erreicht haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Oder gibt es hier schon irgendwelche in meiner Stadt? Der Müllberg. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wie ich das beheben soll. Es tut mir wirklich so leid, dass ich dem ganzen Müll hier nicht mehr hinterherkomme. Wir können die ja noch ausbauen. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Da wir ja sowieso schon, Gott weiß wie viel. Jetzt sind wir wieder im Minus, Alter. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht so wirklich. Da waren wir gerade im Rauch meines Atomkraftwerks. Ich weiß nicht so wirklich, was das bringen soll hier. Die ist überhaupt nicht ausgelastet. Und die hier auch nicht. Ja doch, die ein bisschen. Aber ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Geschwindigkeit so laufen lassen, damit es ein bisschen flüssiger aussieht. Ich hasse es nämlich, wenn es ein bisschen laggt. Laggt. Wenn es laggt. Was ist hier los? Ja, einfach gigantisch bei dem Müllberg. Wir sollten in der nächsten Zeit unsere Bürgermeisterwelle ausbauen können. In 12 Stunden, 12 Stunden 80%. Und wir haben 80%. Das ist jetzt geil. Hat eigentlich jemand schon mal 100% geschafft? An Sympathie? Das würde mich mal interessieren. Plastikprozessoren könnt ihr langsam mal exportieren, oder? Für weitere 100.000. Und wir sollten auch irgendwann mal eine Elektronikzentrale bauen. Bei 7.200 Prozessoren pro Tag. Das denke ich mal ist, wenn man die Bude ja volle Pulle ausbaut. Oder? Hergestellt 3.600. Wenn wir nur noch so ein Montageband dran knallen, dann denke ich das. Und unser Geld? Wo geht die ganze Kohle hin? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte noch irgendwas bauen. Ja, hier, in die Kommentare schreiben, bitte, bitte, bitte. Wie das mit dem Müll ist. Wie ich das lösen kann. Werde nur mal im Internet suchen. Und mit dem Wasser haben wir keine Probleme mehr. Hier oben wird es zwar immer dreckiger, dreckiger, dreckiger. Ja, hier sind wir in der Eifel, hier sagt man das so.
Und hier bleibt auch schön das Grundwasser. Hier bleibt das schön vorhanden. Ich bin sehr dankbar für diesen Tipp aus dem Internet.